sind Werder Bremen. Grün-Weiß, das sind Bremen. Werder, der Meister von der Weser. Das Phänomen. Bisschen mehr Begeisterung. Werder Bremen. Ja. Mit 1:0 gewinnt Werder Bremen das Spiel heute Abend im heimischen Weserstadion gegen den VfB Stuttgart. Ist da eine kleine Wende in Sicht und macht das, was die Fans heute auf dem Feld gesehen haben, Hoffnung für die letzten Spiele in der Vorrunde? Wir haben uns mal umgehört. Es war kein schönes Spiel, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit nicht, aber wir müssen solche Dinge einfach gewinnen und das war geil, das hat richtig Spaß gemacht. Die 10, die hat das Ding klein gebolzt. Wie der Maulwurf ins Loch, da kann man gar nichts anderes sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin glücklich und zufrieden. Die Punkte, die waren dringend nötig und ich hoffe mal, dass es jetzt so weitergeht. Ich war das erste Mal seit 7 Jahren wieder ins Stadion, da müssen wir doch gewinnen, ne? Wer hat den Sieg verdient gehabt? Luft ist nach oben sowieso? Ja, mein Gott, wir sind im Moment nicht besser, aber wir müssen irgendwie kämpfen und irgendwie die Punkte zusammenziehen. Und jetzt haben wir mal wieder 3 mehr. Wir schaffen das, wir bleiben drin. Den Videobeweis, den muss man natürlich absolut wieder in Frage stellen. Sehr engagierte Mannschaft. Was mir nicht gefallen hat, war eben, dass mit Sané die Umstellung wieder auf 5er Kette hinten, das funktioniert nicht. Er muss es langsam mal kapieren. Ja. Sané war für mich der Schwachpunkt, der wäre fast noch in die Hose gegangen. Schön, dass wir gewonnen haben, die Punkte können wir gebrauchen. Ich glaube, ein paar komische Schiedsrichterentscheidungen, aber ansonsten. Ja, 3 Punkte. War sehr gut. Ich habe in der ersten Halbzeit nichts mehr gekriegt, außer das Tor. Besser kannst du auch nicht laufen, oder? Das 1-0, klasse Ding. Bombe. Kämpferisch, ganz gut. Spielerisch. Der Torwart ist zu wünschen übrig, was das Fußballspiel angeht. Ovelinie top. Einen guten Torwart. Aber ansonsten, da muss er noch lernen. Auf jeden Fall ein verdienter Sieg heute. Das war, glaube ich, hat jeder gesehen, dass wir letztendlich im ganzen Spiel besser waren einfach. Ja, Stuttgart war scheiße, aber Werder aber gut. Geh mal weg. Ich meine, Bremen ist ja die ganze Saison über nicht so der Knaller, ne? Das muss man ja mal unbedingt sagen. Auch noch ein Dortmunder. Geiles Spiel, endlich mal wieder ein Sieg für Werder Bremen. Der Wille war auf jeden Fall da, den hat man auf jeden Fall gesehen und ja. Deswegen denke ich auch, dass die Punkte auf jeden Fall verdient sind. Also seit neuestem, finde ich, sind die Kämpfen die viel mehr, allgemein. Sind viel mehr fokussiert auf das ganze Spiel und ich finde auch kämpferisch hat einfach auch gestimmt. Werder hat auf jeden Fall heute gut gespielt. Man muss sagen, unter Kofeld war es eigentlich, mittlerweile sieht man einfach, dass man mehr offensiv Fußball spielen kann, wie es früher einfach immer gewohnt war, was alle Werder-Fans eigentlich auch wollen. Mainz, schätze ich mal, müssten wir auch nochmal gewinnen. Das sind die Mannschaften, die auf unserer Augenhöhe sind. Und ja, wenn wir gegen Dortmund noch was holen oder gegen Leverkusen, wäre das auch nicht schlecht. Ich hoffe, dass es mit Werder einfach so weitergeht. Ich werde noch einen kleinen heute feiern gehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie wird gefeiert? Naja, wir müssen noch zurück nach Bad Segeberg. Wir kommen ja jedes Mal hier zum Heimspiel aus Bad Segeberg. Und dann werden wir da noch ein paar Bier trinken. Gibt reichlich Bier in Bad Segeberg. Da gibt es auch genauso viel wie hier. Tschüss! Tschüss, Bruder! Ich bin ganz hin und weg. Ich kann es doch gar nicht in Worte fassen. Ich bin ein bisschen überwältigt, muss ich gerade sagen. Du, dann komm erstmal ein bisschen runter. Die Stimmung, hier ist hier bombenmäßig. Das Spiel 1A Sahne. Mehr können wir nicht, mehr wollen wir nicht. Was wollen wir mehr? Du, atme durch, komm runter und dann lass es krachen heute hier in Bremen. Erstmal ein Bier und dann gehe ich wieder ein bisschen cool down. Der SOW ist wieder da. Der SOW ist wieder da. Der SOW! Der SOW! Der SOW ist wieder da. Der SOW ist wieder da.